Hallo Leute, es geht weiter mit Lucius. So, und der mysteriösen Musik. Und nein, lass die Taschenlampe. Ich habe den Müll gefunden. Der ist jetzt hier draußen. Das finde ich tippitoppi. Können wir hier irgendwie da mal... Also ich hoffe, es ist der Müll. Wie, es ist nicht der Müll. Doch, da ist eine Klappe. Mach den Müll da rein. Kriege ich den denn jetzt da reingeworfen? Er ist doch so schlecht im Werfen. Ja, das ist ja toll gemacht, Lucius. Du sollst den Müllsack da reinwerfen. Ja, das ist natürlich auch klasse. Ja. Ich gebe mir Mühe. Komm, mach mal. Irgendwie, weiß ich nicht. Oder vielleicht doch lieber die Klappe. Ist ja auch noch eine Klappe. Wirf es rein, Lucius. Wirf es rein, du schaffst es. Vielleicht muss man das kombinieren. Blöde Taschenlampe. Nee, hat er das auch losgelassen. Also das ist ein bisschen schwierig hier mit dem Müll. Kann er das hier in die Klappe reinpacken oder so? Ist hier was? Eine Kindermüllklappe? Mann, da muss doch jetzt auch nicht die Satansmusik hier die ganze Zeit laufen. Ich will doch nur den Müll wegschmeißen. Scheiße. Jetzt ist der Müll offen, ich kriege ihn nicht rein, ne, weil er zu klein und zu doof ist. So, erstmal werfen üben, ne? Ja, ich kann halt nur... Das ist Karte. Das ist... Sachen nehmen. Vielleicht muss man das ja irgendwie in Kombination drücken oder so. Wie werft man den Müll in den Müll? Das ist nicht einfach. Ach, guck mal hier. Schade. Schön gegengelehnt. Ja, das ist schwierig. Ich mach mal kurz einen Cut und guck nach, wie das geht. Hey, ich glaube, ich soll das mit Telekinese machen. Das ist voll komisch. Okay, dann machen wir den Haushalt mit Telekinese. Okay. Ich glaube, dafür müssen wir aber ein bisschen näher ran, damit das auch klappt hier. Ist drin? Nee. Genau da wieder hingefallen. Ups. Ja, aber irgendwie... Nö. Wir sind voll übertrieben, den Müll. Wie soll er das denn aber sonst schaffen? Ja, super. Lusche, super. Kack-Telekinese. Stell dich mal dahin. Dann macht er das immer nur hoch, aber nicht weit, oder was? Ja, das... Mit der Telekinese kennen wir ja schon. Das klappt sehr gut. Er macht es aber nur hoch und nicht weit. Das ist scheiße. So, der Balken muss wieder die Machtstufe muss... geladen sein. Okay, so ist es schon mal weiter gerollt. So, und jetzt machen wir den nach oben. Ah, und jetzt. Jawohl. Okay, man muss mit beiden Sticks arbeiten. Du warst ein sehr guter Junge. In deinem Zimmer wartet ein Geschenk auf dich. Das ist ja toll. Den Müll rausbringen. Die Fleischkisten wegbringen. Ja, wir müssen einiges hier noch machen. Telekinese, Müll. Alles klar. Also wenn wir jetzt irgendwas mit irgendwelchen Sachen, dann so, ne? So, wir können aber, vielleicht können wir auch noch Sachen einsammeln hier. So? Gibt es hier irgendwas zum Einsammeln oder geht das erst wieder... Was ist denn das hier so? Ein Luftdruckkompressor. Aha. Aha. Oh, oh. Inventarobjekt. Okay. Pack das mal weg. Lusche, das darf auch keiner mitkriegen. Das weißt du doch. So, hier, wir haben vorhin auch welche gearbeitet im letzten Part für euch.
kümmern wir uns jetzt mal um sonst wen. Hören wir die Vase eigentlich auch? Die Scheiße auf die Vase. Mir egal. Alles kaputt machen. Ich bin Lucius. Guck mich hier nochmal um, weil ich hier auch noch nicht drinne war. Sehr cool. Sehr riesiges Haus, Anwesen. So ein kleiner Schnüffeljunge, ne? Dass er sich alles hier so anguckt und so. Okay. Ja, wir haben ja einen Auftrag. Was kümmern wir uns jetzt eigentlich? Um den Jet? Ne, wir sollen in unser Zimmer. Gehen wir mal nach oben. Überraschung. Machen wir das erstmal. Nach oben! Hier. Bei Mama. Überraschung! Oh, Überraschung! Ein Schalter macht mich wirklich hell. Die Dunkelheit vertreibe ich schnell. Die Musik ist mega laut. Was ist mit dem Sound los? Die spinnen doch. Hier, was ist hier mal los? Warum habe ich das jetzt auf ganz leise gemacht und es ist trotzdem noch genauso laut? Kein Wunder, dass es die letzten Male nicht reagierte. Und wir haben hier so eine Art Ouija-Brett oder wie das nochmal heißt. Ein Schalter macht mich wirklich hell, die Dunkelheit vertreibe ich schnell. Soll ich jetzt einen Lichtschalter anmachen oder? Oder was? Ein Schalter macht mich wirklich hell, die Dunkelheit vertreibe ich schon. Ja. Kannst du mal dein Ding wegpacken? Genau. Lichtschalter anmachen? Irgendwie? So hier? Also für mich klingt das wie ein Lichtschalter. Dann machen wir den mal hier drinne. So. Oder ist ein Schalter macht mich wirklich hell. Die Dunkelheit vertreibe ich schnell. Ja. Licht an, Licht aus. Wie ihr wollt. Mache ich doch gerne. Aber vielleicht ist es auch nur so ein Tipp für den nächsten Mord. Boah, sollen wir das mit Telekinese machen oder was? Mama darf das ja nicht mitbekommen. Können wir mit Telekinese einen Schalter auch machen? Nee. Sollen wir mit Telekinese hier das Licht oder? Kann ich hier irgendwie einen antelekinieren? Warte mal, wir haben noch eine Glühbirne. Stimmt, wir haben noch eine Glühbirne. Warte mal. Ah, warte, warte, warte. Komm, das ist so nicht möglich. Es fehlt hier eine Glühbirne vielleicht. Die haben wir nämlich noch nicht benutzt. Ein Schalter, vielleicht müssen wir irgendwo eine Lampe benutzen und die Glühbirne da einsetzen. Aber wo? Oder habe ich doch keine Ahnung. Das weiß ich doch nicht. Hm. Vielleicht da, wo das Fragezeichen ist, wieder hingehen? Das macht doch Sinn, oder? Macht das Sinn? Ich glaube schon. Genau, wir gehen da jetzt mal hin. Aha. Da dürfen wir nicht hin. Oh, scheiße, wieso dürfen wir da nicht hin? Ja, wo denn dann hin? Da dürfen wir nicht... Wusstest du, dass Jet im Haus ist? Du solltest guten Tag sagen. Ja. Ja, da hast du recht. Jovita. Hast du Jet schon guten Tag gesagt? Wo ist er denn? Er ist wahrscheinlich im Kühlraum. Im Kühlraum. So. Klar, im Kühlraum, natürlich. Was denn das hier ist? Ach, das ist dein Zimmer hier. Wusstest du, dass Jet im Haus ist?
Du solltest guten Tag sagen. Was ist da gerade unter... Ich wollte gerade sagen, es sah gerade verdächtig anders aus, weil hier ein Slip liegt und das war die Taschenlampe und ich dachte gerade, das wäre sonst was, womit die hier so heimlich in ihrem Zimmer spielt. Aber war doch nicht so. Was haben wir denn hier so? Ruckelt gerade ein bisschen. Was sind das? Oh, Kreuz, das geht nicht. Das ist nicht schön. Busches, mach es weg. Es vibriert doch auch. Warum macht er nichts? Mach das mal weg. Achso, wir haben diesen Telekinese-Dingens so. Nee, oder? Nee, das war doch richtig hier umgestellt. Auf den hier, genau, damit er das auch... Weiß ich nicht, was er hier, warum er das... Nimm die Bibel mit. Nimm sie runter. Schmeiß sie weg. Warum sind hier überall Unterhosen? Kann ich das umdrehen? Warum kann ich die Kreuze hier alle nicht umdrehen? Alles sehr gläubige Menschen hier. Das finde ich überhaupt nicht gut. Das gefällt mir nicht. Vielleicht das Kreuz da oben. Nee, ach da ist es. Das da, das wollen wir umdrehen. Hier, komm, Lucius. Das ist das Richtige. Dreh es um. Dreh es um. Lucius. Mit Telekinese? Telekinese. Er ist irgendwie geschwächt und wir können ja auch nicht Telekinese benutzen. So, Mann. Wir dürfen hier nicht sein. Kann das sein? Voll blöd. So, jetzt muss ich wieder umswitchen. Mhm. Sehr interessant hier, wo die ganzen Hauswirtschaftskräfte arbeiten. Hast du schon guten Tag gesagt? Lass wahrscheinlich im Kühlraum. Lass mich. Geht's hier wieder zurück, Jovita. Hä, wo sind wir denn hergekommen? Wir sind doch aus irgendeinem... Ach, hier. Ja, wo ist denn der Kühlraum? Da müssen wir nochmal auf die andere Seite wieder, damit ich das finde. Ich kenne mich hier irgendwie besser aus. Damit wir nochmal runtergehen können. Zum Kühlraum. Zu Jet. So. Wir sollen ja die Kisten wegräumen. Können wir ja auch machen, ne? Hey, Lucian. Hey, Mann. Was geht? Ich weiß, ich soll die Kisten wegräumen. Wie mache ich denn das hier? Auch mit meiner Telekinese wieder. Kann ich die so nehmen? Nö, kann ich so nehmen. Wo sollen die denn hin? Ready. Steady. Wohin denn damit? Wo sollen die hin? Hier in die Küche? Dahin? Hier vielleicht hin? Ah, okay. Alles klar. Also, der Kram soll gekühlt werden. Müssen wir jetzt hier ein bisschen durch die Gegend rennen. Mach meine Haushaltsarbeit ganz toll. Ja, das läuft. Läuft mit Lucius. Verirre mich hier zwar ein bisschen, aber kriegen wir hin. Wir sind der Haushalts-Lucius. Der Haushaltsboy. Der artige Lucius. 30%. Braver Lucius. Ich laufe mal hier eine Runde im Kreis zu viel. So, noch eine Kiste oder was? Und war es das oder wie? So. Hausarbeit erledigt. Aktueller Benehmstatus 40%. Also da würde doch keine Sau würde da doch irgendwie zweifeln oder was. Machen wir nochmal zu. Nee, mach mal zu. Ne? Ist egal, wenn jemand drin ist, Lucius. Das hatten wir ja schon. Ja, wunderbar. Was sagst du, Jet? Die Fleischkisten wegbringen. Habe ich gemacht. Und? Er arbeitet hier mit rohem Fleisch. Ich sollte mich irgendwie einmischen. Ja, das sollten wir. Lucius, das sollten wir.
Erstmal machen wir die Tür zu. Wir wollen ja unsere Ruhe dabei haben. Hier sind irgendwelche Dinger, Schweine, die hier lang gehen. Das ist sehr nice. Das ist schön. Hey. Können wir da nicht irgendwie telekinesemäßig was machen? Hm, weißt du? Jet, was geht? Können wir die Kiste vielleicht aufmachen? Kannst du die Kiste aufmachen oder nicht? Können wir denn mal machen? Ich sollte ihn irgendwie ablenken oder was war das? Nee, oder? Ich sollte mich irgendwie einmischen, okay. Wie können wir uns denn mal einmischen? Was haben wir denn mal in der Hand? Schraubenzieher, Glühbirne. Ich habe keine Zeit zu spielen. Ich habe keine Zeit zu spielen. Dann müssen wir was anderes vielleicht? Ich habe keine Zeit zu spielen. Es gibt keine Antwort. Ich weiß gerade nicht. Irgendwie müssen wir doch mal einen Hinweis kriegen. Ich wollte mich irgendwie einmischen. Wie denn? Wieso ruckelt das so? Irgendwie, weiß ich nicht. Muss es irgendwas geben? Lucius, hilf uns doch mal! Die ganzen Schweine. Können wir dahinter irgendwie gehen? Hey, Lucius, ich muss hier weiterarbeiten. Hey, Lucius, ich muss hier weiterarbeiten. Nimm noch mal das Fleisch oder so, was er da bearbeitet. Oder das Fleisch hier unten, was fertig ist. Ah, jetzt ist die Kiste offen. Warte, warte, da können wir vielleicht was reinstecken. Wenn die Truhe offen ist. Hä? Mischen wir uns mal ein. Aber was? Nagelpistole ohne Nägel. Benutzt es mal. Mann, aber das könnte... Vielleicht damit? Muss irgendwie bearbeitet werden hier. Er macht die ja immer wieder auf. In der Zeit irgendwas tun. Wenn er abgelenkt ist ans Fleisch, können wir auch gehen. Können wir was machen jetzt, wenn er abgelenkt ist? Guck mal, jetzt ist er da dran. Oder irgendwas anderes? Können wir hier um die Ecke? Ach, guck mal, hier können wir auch. Vielleicht lässt sich ja hier irgendwas nehmen, wenn er nicht hinguckt. Oder... mit Telekinese. Irgendwie lässt sich das Fleisch bestimmt bearbeiten, Leute. Im nächsten Part vielleicht. Bei Lucius. Wir sehen uns und hören uns. Bis dann.